Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Geht Karneval pleite oder ist es jetzt die super Chance zum Einstieg, um hier vielleicht eine Kursverdopplung oder Verdreifachung innerhalb kürzester Zeit zu erleben, sobald sich die Corona-Krise gelegt hat? Das ist die Frage in diesem Video. Und wir schauen uns Karneval an, stellvertretend für diese ganzen Turnaround-Aktien, wie ich sie genannt habe, in einem der letzten Videos, das du gerne mal anschauen kannst, wo ich ein bisschen klassifiziert habe, welche Arten von Aktien es gibt, in die du jetzt einsteigen könntest, um von den gesunkenen Kursen zu profitieren. Nun also mal habe ich mir einen Turnaround-Kandidat rausgepickt und ich versuche dir zu zeigen, wie du so eine Aktie analysieren kannst, um zu einem Urteil zu kommen. Denn eines muss dir klar sein, das Risiko ist gerade bei diesen Turnaround-Kandidaten, also bei den Aktien, die oder Unternehmen, die am stärksten unter der Corona-Krise leiden, am höchsten ausgeprägt. Da hast du definitiv das höchste Risiko. Und da ist natürlich dann echt die Frage, ist es der Griff ins fallende Messer? Verbrenne ich hier gerade oder werfe ich hier gerade mein Geld zum Fenster raus? Oder habe ich hier echt eine realistische Chance auf ein tolles Schnäppchen vor mir? Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Gründer der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und dir ist vielleicht schon aufgefallen, ich habe hier kein Greenscreen hinter mir. Du siehst hier eine weiße Wand. Ich bin nicht da, wo ich sonst bin, bin aber nicht in Quarantäne, um jetzt irgendwelchen Gerüchten gleich vorzubeugen. Mir geht es ja tatsächlich blendend und ich hoffe, euch da draußen auf der anderen Seite des Monitors geht es ebenfalls gut und dass es so bleibt. Ja, jetzt zu Karneval. Karneval ist der Branchenprimus, der Marktführer in der Kreuzfahrtindustrie. Die befördern ungefähr die Hälfte aller Passagiere weltweit, die sich so auf Kreuzfahrtschiffen tummeln. Und die Karneval-Aktie ist auch wie die anderen Kreuzschifffahrtaktien, wie anderen Tourismusaktien wahnsinnig abgeschmiert. Ich zeige dir das mal hier im Aktienfinder. Und das ist dann auch ein Grund, zum Beispiel die hohe Dividendenrendite, die dann hier irgendwie zum Einstieg lockt. Insbesondere werden wir uns auch gleich anschauen, weil Karneval so eigentlich gar nicht schlecht aussieht von der langfristigen Gewinnentwicklung. Und insofern, ja, denke ich, ist es eine ganz gute Aktie, um hier mal so einen Turnaround-Kandidaten näher zu beleuchten. So, jetzt habe ich das ganze Ding fertig geladen. Dauert bei mir immer ein bisschen länger, wenn ich hier eine Aufnahme habe. Und dann verschreibe ich mich auch gerne mal. Also Karneval, hier ist die Aktie. Und ich denke, gucken wir erstmal hier den Dividendenturbo an. Wir sehen aber auch hier schon, die Dividendenrendite liegt momentan bei schlappen 20%. Normalerweise lag die Dividendenrendite so bei 2,5, 3%. Und hier siehst du, auf einen Schlag ist die Dividendenrendite also wirklich extrem angesprungen und momentan bei 20%. Hängt natürlich mit dem Kurssturz zusammen, den die Karneval-Aktie hier erlebt hat. Wir sehen das hier. Hier ist der Kurssturz von 50 auf jetzt momentan 10 US-Dollar. Also der Kurs hat sich jetzt quasi gefünftelt. Und vorher war die Aktie auch schon mal über 70 US-Dollar. Es ist ein massiver Einbruch hier. Deshalb die Dividendenrendite jetzt absolut in die Höhe geschnallt. Wenn du dann hier mal guckst, wie so das langfristige Gewinnwachstum aussieht, machen wir mal den Zoom mal raus. Das sehen wir hier schon ab 1990. Damals war der Gewinn pro Aktie, lag er bei 38 US-Cent. Und das letzte abgelaufene, die letzten Daten 4,33, das war dann das letzte Geschäftsjahr. Also schon eine deutliche Steigerung. Okay, es ist ein Zykliker, sehen wir hier. Die Dividende wurde auch mal gekürzt im Rahmen der Finanzkrise. Aber so in Summe sehen wir doch hier, dass es in die richtige Richtung ging, wird auch mal begleitet von steigenden Umsätzen, okay, Margen wieder zykliger und so weiter, aber insgesamt könnte man schon sagen, ja, ist im Prinzip erstmal kein schlechtes Unternehmen und das stimmt auch, nur momentan haben wir jetzt halt eine Sondersituation vor uns, die die ganze Kreuzfahrtindustrie, die ganze Tourismusindustrie massiv belastet. Wenn du mal zum Beispiel, also AIDA ist eine Flotte von Karneval und hier siehst du schon Fahrplanänderung bei AIDA Cruises, kostenfreie Umbuchung und einige Reisen, die abgesagt worden sind. Und wir haben hier, wo ist es? Wissen wir mal, hier nicht. Bei den News siehst du auch, dass einige Flotten komplett trockengelegt worden sind und es sind die größten Flotten dabei.
Seaborn, das ist eine Flotte, und dann hier kommt die nächste Meldung, for additional Carnival, bla bla bla, also vier weitere Flotten wurden komplett stillgelegt, darunter dann auch, wo haben wir es, die größte Flotte überhaupt, hier Carnival Cruise Line beispielsweise ist stillgelegt worden, Cunard North America, Holland American Line, Seaborn, Carnival Cruise Line ist die mit Abstand größte Flotte, das wäre dann die hier, Carnival Cruise Line, allein verantwortlich für 22% der Passagierbeförderung weltweit. Ich habe nirgends drauf gedrückt, warum das jetzt verschwunden ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir hier, das ist wieder da, Stilllegung der Flotte. Das ist diese Flotte ist trockengelegt. Hier Seaburn haben wir gesehen, Kunas und AIDA haben wir gerade die Meldung hier gesehen. Das heißt, es werden massive Umsatzeinbrüche jetzt stattfinden. Und was heißt es jetzt für Karneval? Und das können wir hier mal schon einen Eindruck kriegen hier. Die Frage ist jetzt im Prinzip, überlebt es Karneval? Wie wahrscheinlich ist es? Und was kostet das ganze Karneval? Also wie hoch ist das Risiko? Was hier schon mal ganz interessant ist im Aktienfinder, das ist, wenn du mal anschaust, wie hoch die Schulden sind, dann betragen die 19,7 Milliarden US-Dollar. Und wenn du schaust, wie hoch der Cash-Bestand ist, dann beträgt der 518 Millionen US-Dollar. Also deutlich niedriger als die Gesamtverschuldung. Jetzt ist interessant rauszukriegen, wie viel dieser Schulden müssen kurzfristig bedient werden und wie viel Prozent dieser Schulden sind langfristig. Hierfür muss man einen Blick werfen in die Bilanz des Unternehmens, was aber nicht so besonders schwer ist. Und zwar, das ist jetzt der letzte Geschäftsbericht. Der ist noch relativ jung. Das Geschäftsjahr lief aus Ende November letzten Jahres. Das sind jetzt so die letzten Daten, die wir haben. Und da siehst du, dass wir hier sind die gesamten Verbindlichkeiten, die langfristigen Verbindlichkeiten, 9,6 Milliarden und hier sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten, sind 9 Milliarden. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, nicht, dass es schon den neuen Bericht gibt hier. Carnival Q4, nee, das sind die neuesten Zahlen, die wir hier haben, sonst hätte ich woanders reingucken müssen. Im Prinzip haben wir hier die kurzfristigen Verbindlichkeiten, 9,1 Milliarden, die langfristigen 9,7 Milliarden. Das heißt, Pi mal Daumen, 50-50, also knapp die Hälfte von den gesamten Verbindlichkeiten, also von diesem Balken hier, wäre innerhalb eines Jahres, so könnte man es mal sehen, zurückzubezahlen. Und dafür haben wir genau 518 Millionen US-Dollar. Ist irgendwie ein bisschen wenig, ja? Also 9 Milliarden kurzfristige Verbindlichkeiten und wir haben 518 Millionen US-Dollar. Jetzt haben wir hier diese 518 oder 519 Millionen US-Dollar. Dann kommen noch ein bisschen Umlaufvermögen dazu. Es gibt ein paar Forderungen, die also 444 Millionen, die Carnival hat. Dann haben sie hier noch Lagerbestände, wobei das meistens auch jetzt Ladenhüter vermutlich sein werden. Also Sekt, Champagnerflaschen oder Badetücher oder was weiß ich. Wenn die Flotten still liegen, dann werden die nicht zu Geld zu machen sein. Da schon im Voraus was bezahlt ist, das ist auch kaum zu Geld zu machen. Also im Prinzip würde ich mal sagen, unter eine Milliarde oder vielleicht eine Milliarde, die doch in einem kurzfristigen Zeitraum zu Geld zu machen ist, vom Umlaufvermögen, und dem steht eben das hier gegenüber, also über 9 Milliarden. Sieht erstmal nicht gut aus. Jetzt kannst du dir aber die Frage stellen, wenn du auf 2018 guckst, könntest du sagen, ob das weiter da genauso, wir hatten der ja auch kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 9,2 Milliarden und hatten da ja auch nur Umlaufvermögen von etwas mehr als 2 Milliarden, da hätte doch Carnival eigentlich schon im Jahr 2018 pleite gehen müssen. Eigentlich gute Frage. Und die Antwort, die liegt hier, Customer Deposits. Das heißt, es sind Vorauszahlungen von Kunden, die auf Kreuzfahrtreise gehen möchten bei Carnival. Die müssen also schon bei ihrer Buchung einen Teil davon bezahlen. Das wird hier mit verbucht als kurzfristige Verbindlichkeiten, weil es könnte ja sein, dass der Kunde wieder storniert die Reise und dann ist das eben zurückzubezahlen, wenigstens ein Teil davon. Und das passiert normalerweise nicht so oft. Also da ist nicht so viel zurückzubezahlen, auch wenn es als kurzfristige Verbindlichkeit erstmal verbucht wird. Jetzt, aufgrund von Corona, sieht es natürlich ganz anders aus. Da wird viel von diesen 4,7 Milliarden werden zurückzubezahlen sein. Insofern
sind das jetzt tatsächlich Verbindlichkeiten, die an die Kunden, an die Stornierung wieder auszubezahlen sind. Und die müssen halt hiervon finanziert werden. Insofern ist die Lage tatsächlich bedrohlich. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Prozent jetzt genau stornieren, aber wenn ich jetzt eine Flotte stilllege für 60 Tage, dann gehe ich mal davon aus, dass die Stornierungsquote relativ hoch sein wird und dass die Umbuchungen relativ niedrig sein werden. Nicht nur wegen der Stilllegung, auch weil das jetzt eine längerfristige Belastung sein kann für die Kreuzfahrtindustrie. Wir haben ja auch diese Princess Diamond oder Diamond Princess, wie sie hieß, die ja quasi Quarantäneschiff gewesen ist. Und interessanterweise versucht Karneval jetzt auch seine eigenen Kreuzfahrtschiffe als Quarantäneschiffe wenigstens teilweise anzubieten. Steht auch hier in Investor Relations drin. Klingt schon ein bisschen verzweifelt, wie man eben das ein oder andere stillgelegte Schiff doch noch irgendwie zu Geld machen kann. Also wie man noch, damit noch Geld verdienen kann. Ja, also die Situation ist schon dramatisch und Karneval weiß es natürlich. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben, wenn du jetzt wieder in die News reingehst, hier News Releases, da siehst du Update on Debt Funding and Other Matters. Sie haben im Prinzip so eine Art Dispo-Kredit, den haben sie schon seit letztem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe. Und den haben sie jetzt einfach mal voll ausgeschöpft, das sind ungefähr 3 Milliarden US-Dollar. Und mit denen finanzieren sie sich jetzt erstmal. Und jetzt machen wir sich Fragen, wie lange reicht denn das? Ich habe dafür mal, um mal ganz grob das Ganze zu überschlagen, wo steht es hier, mal geschaut in der Gewinn- und Verlustrechnung. Da haben wir die Umsätze und haben wir eben die operativen Kosten. Und die Umsätze, das waren jetzt 20,8 Milliarden im Jahr 2019. Die brechen jetzt natürlich massiv ein. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt momentan noch machen. Was aber fast wichtiger ist, ist es hier unten, sind die operativen Kosten. Da gibt es dann Kosten für den Lohn, für den Treibstoff, für das Essen, was die Passagiere vertilgen, für die Schiffswartung und so weiter. Ich bin noch mal durchgegangen und es sind also insgesamt knapp 13 Milliarden, das sind ungefähr 1,1 Milliarden Kosten im Monat. Nicht ganz, aber ungefähr. Und ich habe mir so überlegt, ja, so 60% Pi mal Daumen könnten die wohl durch Stilllegung der Flotte und so weiter dann auch tatsächlich einsparen. Aber wir haben ja auch Kosten, die laufen weiter, wie hier die Schiffswartung und Gehälter werden wahrscheinlich auch weiter bezahlt, würde ich mal sagen, 40% so Pi mal Daumen der Kosten laufen weiter. Das wären dann irgendwo 400 Millionen US-Dollar pro Monat, den Karneval nach wie vor bezahlen müsste, also Kosten von 400 Millionen US-Dollar. Und die Umsätze dagegen werden dann massiv einbrechen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass also, wir haben ja hier quasi so einen Schnappschuss, das wäre jetzt ein Schnappschuss sozusagen. Das heißt, wie hoch sind die Schulden, wie hoch ist der Cashbestand, das ist ein Schnappschuss von, und dann haben wir hier die 400 Millionen, die dann jeden Monat nochmal draufkommen, die dann auch noch finanziert werden müssten. 400 Millionen bei Cashbeständen von 500 Millionen, die ja nicht mal die laufenden Schulden, die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Und das ist natürlich schon dramatisch. Also wir haben jetzt nochmal 3 Milliarden oder so, nochmal mehr, die an Schulden gemacht worden sind, um eben die Stornierungskosten quasi zu finanzieren und andere kurzfristige Verbindlichkeiten. Und dann kommen halt, wie gesagt, immer nochmal 400 Millionen pro Monat dazu. Pi mal Daumen. Das ist also wirklich grob überschlagen. Das erwischt Karneval natürlich, so wie alle anderen, wie uns alle, total unvorhergesehen. Das siehst du auch daran, dass Karneval eigentlich recht optimistisch ins Geschäftsjahr oder für die Zukunft oder in die Zukunft geblickt hat. Denn sie haben die Flotte weiterhin ausgebaut. Das siehst du hier in der Cashflow-Rechnung. Investing Activities, Purchase of Property and Equipment. Das ist der Ausbau der Schiffsflotte oder die Erweiterung, Modernisierung der bestehenden Schiffe. Und es massiv in die Höhe geschossen von 3 Milliarden auf 3,7 Milliarden auf 5,4 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Und da werden sicherlich auch, da habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt, da werden sicherlich auch noch die ein oder anderen Aufträge rausgegangen sein für neue Schiffe und für Modernisierung.
die jetzt eben auch noch finanziert werden müssen. Was wir da oben gesehen haben in der G&V, das war ja quasi nur das Laufende, also das Operative, was wir uns angeschaut haben. Und da kommen jetzt auch noch Dinge, Rechnungen dazu, die dann halt auch weiterhin zu bezahlen sind, aufgrund von eben ja, Investitionen. Ja, und das Ganze, denke ich, zeigt doch ganz gut die Risikokomponente. Karneval muss jetzt also irgendwie mit vermutlich neuen Schulden versuchen, über die Runden zu kommen. Und jetzt kommt es halt drauf an, also gelingt ihnen die Finanzierung? So lange, wie eben die Corona-Krise wütet, so lange, wie die Flotte eben stilllegt. Wenn es jetzt nur relativ kurz geht und sie kriegen es gelingt ihnen, neue Schulden aufzunehmen, dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Wenn das Ganze jetzt länger dauert, mehr als 60 Tage, 90 Tage, 120 Tage, keine Ahnung wie lang, dann wird es natürlich übel. Und weiß nicht, was dann passiert. Man könnte natürlich nicht nur neue Schulden machen oder Karneval könnte ja auch hier, wie hier schon mal in 2003, eine Kapitalerhöhung machen, um zu neuem Geld zu kommen. Das wäre dann natürlich auch nur eine Möglichkeit. Das würde dann dazu führen, natürlich, dass hier die Pro-Aktie-Kennzahlen dann entsprechend verwässert werden. Das heißt, dann Gewinn, Dividende pro Aktie und so weiter geht nach unten. Hier siehst du noch, also das sind ja Analystenschätzungen. Schätzen die Analysten noch, dass die Dividende weitergezahlt wird. Das halte ich für absolut utopisch. Also ich rechne fest damit, dass die Dividende komplett gestrichen wird. Aber hier ist ein allgemeines Problem, weil der Coronavirus eben so schnell, so unvorhergesehen uns getroffen hat und weil auch so viele Unternehmen trifft. Die Analysten kommen halt einfach nicht hinterher, das Ganze hier anzupassen. Und da musst du jetzt halt, wenn du auf so Turnaround-Kandidaten setzt, darfst du dich nicht auf die Schätzungen der Analysten verlassen. Da musst du halt tatsächlich dich hier ein bisschen durch das Ganze wühlen, also durch die Investor Relations, auch Geschäftsbericht angucken. Und ganz viele Unternehmen gehen ja hin im News-Bereich werden jetzt auch Updates gepostet, ob das jetzt Starbucks ist oder Karneval oder irgendein anderes Unternehmen, also fast alle Unternehmen sind davon betroffen und sehr viele Unternehmen posten jetzt in den Investor Relations eben, geben Pressemitteilungen raus, was sie jetzt glauben, wie sie die neue Lage einschätzen. Und oft heißt es auch, habe ich schon gelesen, es ist keine vernünftige, wir können keinen vernünftigen Ausblick mehr geben, weil die Unsicherheiten einfach zu hoch sind. Ja, gut, und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt sich Karneval als Schnäppchen erweisen wird oder ob es dann tatsächlich der Griff ins fallende Messer ist. Ich kann dir nur sagen, das ist eine Turnaround-Story und die ist schon irgendwo auch spekulativ. Ich habe dir einfach nur versucht, mit Hilfe von diesem Video mal ein bisschen die Risikokomponente aufzuzeigen. Habe oft hier mal einfach mal so Pi mal Daumen irgendwas gerechnet, um das Ganze einfach ein bisschen plastischer zu machen. Gut. Dann hoffe ich dir, das Video hat wieder ein bisschen was dazu beigetragen, dass du besser durch die ja, durch den Börsencrash, Corona-Krise kommst. Was hätte ich Finanzkrise gesagt? Ja, bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.